Oh. Hast du in dieses Bra hast du in diesen Breiten je wilden Hibiskus gesehen? Keine Ahnung. Ich bin nicht der Möchtegern Pflanzologe hier. Das heißt Botaniker. Oh, hey, sieh mal da drüben. Und da haben wir einen Spielplatz. Sei vorsichtig, Ash. Die sehen etwas wackelig aus. Alles gut, Dad. Ich kann das. Komm doch auch hier rauf und spiel mit. Hör mal, komm wenigstens runter und lass mich erstmal in Ordnung bringen. Niemals! Was hat er? Da erkennt er doch jemanden wieder, oder? Und er ist runtergeplumpst und am Heulen. Alles in Ordnung, Junge? Ash? Ja, alles in Ordnung. Ich bin unverwundbar. Jetzt ist diese Begegnung vergangen. War das? Keine Ahnung. Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Was hat er denn? Vaterfreuden nehme ich an. Und ich wette, mit diesen Reifen reisen wir jetzt wieder Richtung Kindheit und landen wieder auf dem Balkon. Denn auf dem Balkon von der Fee waren Reifen gestapelt. Gespannt, ob meine Theorie stimmt. Nicht so ganz. Du hast mich schon erwartet, hm? Was hat dich so lange aufgehalten? Mensch, ich bin da, oder nicht? Ich habe ein Leben, weißt du? Wow, wo hast du das denn gelernt? Nennt sich Talent. Komm schon, wolltest du mir nicht deine Schule zeigen? Ja, die Klassenräume sollten mittlerweile frei sein. Bleibst du noch bis zu unserer Orchesterprobe? Ja, ja, geh voran. Oh, erinnern Sie dich nicht an uns, als wir jünger waren? Kein einziges bisschen. Okay, dann folgen wir den beiden mal. Huch, diese Schule kommt mir bekannt vor. Die Welt ist klein. Naja, ich denke mal, viele der alten Knacker sind hier in der Gegend aufgewachsen. Stimmt, das ist die Schule aus Tusemoon, wo River hier alleine saß. Und Johnny sich überlegt hat, wie er sie ansprechen soll. Ach, wie schön, dass da Sachen wieder aufgegriffen werden. Hier haben wir Kunstunterricht. Klasse, hast du irgendwas davon gemalt?
Nein, meins wurde rausgeworfen. Das sind die gelungenen Bilder. Ich weiß bloß nicht, wie sie es machen. Ich wünschte, ich könnte auch nur halb so gut malen. Ja, manche Sachen kann man halt, manche nicht, ne? Okay, da kommen wir noch nicht rein. Ich sitze da vorne. Obwohl ich mich wohl bald umsetzen werde. Wieso das? Nun, ich saß neben diesem seltsamen Mädchen, weil wir beide eher still sind, aber neulich... Naja, sie verbringt recht viel Zeit mit jemandem. Sehr viel Zeit. Also? Also wollen sie bestimmt zusammensitzen, ist doch klar. Sie kicken dich einfach raus? Lass sie mich für dich fertig machen. Oh, so ist es nicht. Sie sehen einfach so glücklich zusammen aus. Also sollte ich sie am selben Tisch sitzen lassen, oder nicht? Oh, sehr soziale Einstellung. Hat die Cafeteria geschlossen? Nee, aber ich gehe dort nicht gerne hin. Es gibt viel nettere und ruhigere Orte, um zu essen. Oh, bist du so schüchtern? Ich bin nicht schüchtern. Es interessiert mich nur nicht. Oh, so trostlos. Oh, so trostlos. Hey, ich mag sie. War klar. Kommen wir da denn rein? Anscheinend nicht. Das einzige Fach, in dem ich quasi... Das einzige Fach, in dem sich quasi alle entspannen und du arbeitest? Hey, ich mag dieses Fach. Wenn du dich anstrengst, kannst du komplette Welten in ihn erstellen. Wie cool ist das? Nun ja, das klingt, als wäre es etwas für dich. Wenn du dich nicht anstrengst... Achso, okay, das hatten wir schon. Dich ebenfalls. Hey, wer weiß, vielleicht bist du ja gerade in einer Welt, die ich entworfen habe. Aha. Also ich mochte damals den Informatikunterricht. Deswegen, ich kann das nachvollziehen. Obwohl die Sachen, die ich damals im Informatikunterricht gelernt habe, die braucht man heute nicht mehr. Da hat man noch gelernt, in HTML eigene Webseiten zu schreiben und so ein Gedöns. Das ist leider alles so ein bisschen überholt inzwischen. Jetzt spielt er also Tonleitern auf Orchesterniveau, was? Sie hat ihm viel beigebracht. Aber sie lauscht ihm und ist an seiner Seite. Sie schläft auch ein. Aber der Wille zählt. Er nimmt es mit Humor. Wieder eine Uhr als Memento. Okay. So. Und aktivieren. Ich frage mich, wenn Faye so wichtig ist,
dass sie ständig in seinen Erinnerungen auftaucht. Was ist mit ihr passiert? Später gibt es keine Spur mehr von ihr. Ich habe da ein paar Ideen. Verflixt nochmal. Scheint im Krankenhaus. Das ist vielleicht die Geburt von Escher. Die Witze eines Airline-Piloten. Krücken. Behandlungszimmer, hier geht's nicht weiter. Wer sind Sie? Falsches Zimmer, sorry. Er ist natürlich nervös. Tut mir leid, Fia. Wegen des Sturms musste mein Flugzeug den ganzen Tag am Boden bleiben. Und ich konnte eben erst... Du bist hier. Ist das? Schatz, du vibrierst das Baby. Ich bin gleich wieder da. Will er hier hin? Er kriegt eine Panikattacke. Scheint sich langsam zu fassen. Aber du bist glücklich, richtig? Natürlich bin ich das. Es ist nur... Ich weiß nicht. Ich hatte es so eilig, wieder hier zu sein. Und dann sehe ich ihn plötzlich hier. Ich glaube, ich brauchte einen Augenblick, um es wirklich zu begreifen. Hey, ist schon in Ordnung. Mir geht es genauso, weißt du? Aber, naja, vielleicht stimmt es ja. Vielleicht werden wir uns nie befreit fühlen. Bereit. Entschuldige, Leute. Wie könnte ich das, wenn ich mich nicht anders fühle als das Kind, das ich gestern noch war? Aber das bist du. Du bist anders. Du bist auch anders als der Mann, den ich damals kennengelernt habe. Ich weiß nicht, was sich geändert hat, aber... Du bist nicht mehr so distanziert, weißt du? Wenn du hier bist, bist du wirklich hier. Hab's nicht mal geschafft, bei seiner Geburt hier zu sein. Ach Colin, wir wussten ja nicht, dass er es so eilig hat und uns jetzt schon kennenzulernen. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass du jetzt hier bist und dass wir das hinkriegen werden. Und er hat den kleinen Papierflieger gebaut. Ja, wir kriegen das hin.
Notiz bedauern Abwesenheit. Und eins möchte ich mal anmerken. Also es ist wirklich eine schöne Szene, die wirklich schön gemacht ist. Aber jetzt mal zum Krankenzimmer, wenn man da liegt. Was macht der Fernseher da hinten? Guck mal, wohin der ausgerichtet ist. Völliger Mumpitz. Naja, der Papierflieger wird das Memento sein. Wir bereiten es vor. Könnte ich das, wenn ich mich nicht anders fühle als das Kind, das ich gestern noch war? Aber du bist anders. Und du bist auch anders als der Mann, den ich damals kennengelernt habe. Das war derselbe Text. Ich wollte nur mal auf dem Papierflieger.